Geschwind, das klingt nach einem Plan. Ich bin ja gespannt, wie lange wir hier verbrauchen werden insgesamt. Mein letztes Opfer hat es bereut, mir je begegnet zu sein. Heldentaten. Der nächste Feind, dem ich begegne, ist bereits tot. Er weiß es bloß noch. Das sage ich auch immer. So, die Diener des dunklen Herrschers haben Schützen an Sand, um sein Weiterkommen in der Wildnis zu verhindern. Ihre Angriffe werden mit abscheulichen Gegenmaßnahmen beantwortet. Schmiede alle Legenden des Jägers um die Macht des Flammenrosses frei. Ein Flammenross? Ein Flammenross, sagt das Spiel. Spiel, Spiel, ich möchte bitte... Müssen wir regenerieren, müssen wir uns auch. Zack. Schützen. Surprise! Präzisionskotzer. Einverlampfen, damit wir ja am Leben bleiben können. Komm hier, Grauk, friss ein! Oder friss ganz, ganz viele von denen am besten. Mach Bäuerchen hier. Acht Schützen brauchen wir noch. Wollen wir ein paar Leute essen? Kein Problem hier. So, den haben wir auch erwischt. Gesundheit regenerieren hier. Vier Leute brauchen wir noch. Vier. Noch Leute essen schnell. Und jetzt ganz schnell. Auftrag ausgeführt. Kein Problem. Klettere, Grauk. Klettere, Kotzeviechchen. Komm, Kotzeviechi. Ah, scheiß drauf. Viel Spaß. So. Holen wir uns den Reimer. Er ist im Eimer, jetzt ist er deiner. Lasst uns einhalten hier. Hier ist es sicher, hoffe ich. So, jetzt haben wir ein bisschen Spaß. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Wieso funktioniert das niemals, wie es soll? Verräter!
Zack und zack. Wie gefällt dir mein Überraschungsangriff? Ich rieche etwas. Hey, warum greift er uns an? Eine Sekunde mal ganz kurz. Ich wollte... Hat sich etwas bewegt. Du bist nicht von Interesse, mein Freund. Und du auch nicht. Und du übrigens auch nicht. Hey! Du hast keine Ahnung, was du gestört hast. Und du wirst sterben, bevor du es heraus... Du reimst ja gar nicht, mein Freund. Das wird nichts! Okay, gut. Besser als wenn wir unseren Kollegen nicht umbringen, aus Versehen. Und einmal hier. Zack. Für den Bogen. Überraschungen nicht. Überfall ist gelöst, das ist schön. Nein! Bitte greif uns nicht an! Dem Pfeil bin ich wohl ausgewichen. Beim Fernkämpfer 5, ja, das ist nutzlos. So, nächstes Ziel war das Tagebuch. Lässt mich schlecht aussehen. Aber Moment mal, wenn unser, wenn einer von unseren Hauptmännern hier schon da ist, dann können wir uns von dem gleich ein paar Informationen gönnen. Oder eine Todesdrohung übermitteln. Komm mal her. Ich hätte ein paar Fragen. Todesdrohung oder Informationen? Ich würde sagen, eine Todesdrohung. Den haben wir schon. Den können wir nicht. Den Gulüter. Ach ja, nee, da haben wir schon bereits. Und den dürfen wir sowieso nicht erledigen. Wurde bereits Todesdrohung. Wurde bereits Todesdrohung. Todesdrohung. Uga Kuga Graukreiter. Und jetzt darfst du gehen. Zusehen und zählen, wie viele Feinde ich niedermetzle. Ich wäre zu beschäftigt, damit sein, meine eigenen Opfer zu zählen. Und hopp und hopp und Beeilung. Wenn du die Bleichhäute genug erschreckst, rotten sie sich alle zusammen. Hopp, hopp. Wir sind hier falsch. Wir müssen einen Höhleneingang finden. Und der ist nicht hier oben. Der ist hier unten. Freunde, guten Tag. Wir müssen nur kurz durch. Hier ist irgendwo ein Buch, das wir haben wollen. Da ist der Waldläufer. Ich bin direkt hinter dir. Viel Spaß. Weiter hinten. Hier, da, komm her. Diese schwerfälligen, jedoch schier unaufhaltsam großen Bestien scheinen entfernt mit dem sechszähnigen Mumakil verwandt zu sein. Selbst ein großer Jäger wie ich hat nie eine dieser Bestien erlegt. Dennoch ist es nicht schwer, sie aufzuspüren. Mit ihren donnernden Schritten lassen sie die Erde beben. Befindet man sich in ihrer Nähe, sollte man sorgsam auf seine Schritte achten, sofern man nicht unter ihren Füßen enden will. Geraten sie in Aufruhr, so zerstampfen sie Ork, Troll und Mensch gleichermaßen. Oh je, zum Glück haben wir sie noch nicht gesehen. Was mit Nein? Ich bin erstaunt, dass Torben noch nicht versucht hat, mich für die Mammuts abzuholen. Alle tot. Ja. Schön, dass du deine kleinen Selbstgespräche fürs Talion. Als nächstes, Wogen der Verwüstung und dann holen wir uns den Typen da. Dann holen wir uns, das ist den ersten der Häuptlinge. Spiel, nein, ich möchte nicht da. Spiel.
Ich möchte nicht dahin, ich möchte dahin. Ghule, verzieht euch mal. Lass mich mal durch, du Mistvieh. Tschüss. Ist ja unglaublich. Wogen der Verwüstung. Seine Feinde versammelten sich, um eine Armee aufzustellen. Auf die widerliche Waffe, in die er in der Schlacht ritt, waren sie doch nicht vorbereitet. Flamros, ich will Flamros. Komm her, Kotzi. Unser guter Freund. Ja, wir können einfach normal kotzen hier. Einen von denen mal kurz vermampfen. Wie bist du denn hier? Komm, du bist verknutzt, verknutzt. Vier Schützen mit schwerartigem Erbrechen töten? Ja, schon. Sobald die auftauchen. Ah, Moment mal. Da ist ein Schütze. Ich glaube, da hat sich. Essen, essen, essen. Komm, friss. Noch ein paar Essen. Und Plattkotz. Boah, ist das viel widerlich. Das ist so abartig. Essen. Boah, das war knapp. Das war richtig knapp schon wieder. Nur abartig. So, wo waren wir? Wir hatten noch. Wir hatten jetzt als nächstes erstmal ein paar von diesen Bestien-Typen zu erledigen. Ruf des Karagafs. Elmir unterstützt durch Schleichtötung mit einem Karagaf ohne Alarm auszulösen. Klar? Aber nur für einen Augenblick. Danach war der Sieg ein leichtes Spiel. Guten Tag, die Herrschaften. Schleicht hier jemand? Kurz mal schauen, sind irgendwo irgendwelche Persönlichkeiten, die wir haben wollen? Nein, offenbar nicht. Lasst euch nicht von ihm fassen! So, Elimin-Schützer durch Schleichtötung mit MKF und Alarm auszulösen? Natürlich. Zieh mit dem Karagat gegen sein Lager aus, um ihn hervorzulocken. Je mehr Uruks durch diesen lautlosen Angriff sterben, desto besser. Du lässt nur kurz bleiben, was auch immer du vorhattest. Und du auch. Was denn gehört? Knack! Dumm, 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 dumm. Wenn er meinen Kopf abschlägt, dann ihr Ausdruck und Hilfe, wo wir die Wand nehmen. Dumm.
dumm, 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 dumm. Und den nächsten. Wie ruhig die aber auch sind, während wir den sozusagen, ich weiß nicht, das Leben ausfressen lassen. Einem Häuptling wurde der Kopf abgeschlagen, weil er stolz besoffen war und sein Schwert durch den Ende hatte. Dumm, 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 dumm. Was hat er sich denn ins Kinn gepackt? So, was kannst du? Berittene Bestien, okay? Berittene Bestien, wie zuvorkommt. Und Schleichtodesstöße. Wir erledigen zuerst die Leibwächter. Alle drei. Wer ist das denn jetzt hier? Okay, der kommt mit allen anderen Dingen nicht klar. Vieh, runter da. Quatsch. Der nächste. Der nächste. Ah, der ist ein Monster schlecht. Jetzt ist der. Riecht es meine eigenen Karagat gegen mich? Schön. Ich fessle dich. Weide deine Gedärme aus und verfüttere sie an dich selbst. Hey! Du bist meinen Herrn, dann musst du erst an mir vorbei. Und das werde ich zu verhindern wissen. Da hat er uns Opfer genannt? Ich glaube ja nicht. Versuch's doch nochmal. Gegen den Typen müssen wir gleich eine Schleichattacke durchführen, deswegen ignorieren wir den grad. Mein Leibwächter, dafür wirst du zahlen! Komm her! Rennt ihn nieder! Oh shit, wir sind gerade ein bisschen im Arsch. Wir müssen kurz mit ein bisschen Deckung gehen. Komm hier runter! So, viel Spaß da unten. Und schnippeli, zack und schnippeli. Erledigt. Oh, Herzinfarkt. Mal gucken, was uns hingelegt hat. Na? Der Bestienschema ist tot. Und mit ihm endet die Macht der Uruks über diese Schattenwesen. Pfeile bei Bestienversuchen bedeuten mehr Schaden. Ja, das ist toll. Ich habe mich auch schon zu Tode gelangweilt. Aha. Nutzlos. Dabei wollte ich doch meine Klinge ausprobieren. Gibt es Gesundheit zurück? Nein, gibt's nicht. Wer bist du denn? Uruk sucht ganz Mordor, um Mensch abzuschlachten. Ich hoffe mal, du bist eine Rune, die ich haben will. Ich bin jetzt viel Ärger am Tag. So läuft die Sache hier nicht. Doch, tut sie. Noch ein zweites Mal wird dir nichts nützen. Du bist mal ruhig. Meinen Kopf schlägst du mir nicht doch ab. Nicht Menschenfleisch. Und jetzt einmal hier. Ich
Rette Uruk jetzt! Klar. Will Rune haben. Alles andere ist egal. Ich häute dich. Komm, komm, komm. Wenn euch greift, seid ihr... So, jetzt ist hier Ruhe. Ungefähr. Was haben wir denn Schönes hier? Gut, nichts, was wir wollen. Ist denn so schwierig, ein bisschen Wurmzaun oder Stärke durch Mut zu bekommen?